Herzlich willkommen zu Börse Saisonal. Die saisonale Aktienmarktanalyse, die unter die Märkte taucht und schaut, welche Aktien wurden gekauft, bevorzugt oder verkauft, um zu sehen, wie sich die institutionellen Anleger des Clever Money sich positioniert hat und daraus Rückschlüsse zu ziehen auf dem Markt. Wenn Sie sich dafür interessieren, sind Sie hier richtig. Besonders wenn Sie wissen wollen, wie sich saisonal Anlegen gelohnt hat, dann erfahren Sie gleich spannende Informationen nach dem Intro. Als erstes wollen wir betrachten, wie die saisonale Anlagestrategie mit dem 4D Asset Oscillator funktioniert hat. Er war ja komplett in Aktien investiert, so ist ja die Anlagestrategie bis Juli. Und da sehen Sie, mit 1,01% hat es hervorragend geklappt, während die anderen institutionellen Anleger 0,43% im Schnitt erzielten. Da haben viele, viele große Investoren die Bremse reingezogen. Im letzten Drittel des Januars wurden Put-Optionen gekauft. Hier wurden Termingeschäfte gemacht, um das Portfolio abzusichern. Das war aber dann letztendlich auf Ende des Monats nicht ratsam. Es hat sich der Markt ja wieder schnell gedreht und erholt. Und das bedeutet, dass hier viele institutionellen Anleger Rendite verloren haben, im Gegensatz zur saisonalen Anlagestrategie, die einfach die Aktien so gelassen hat, wie sie sind. Auf Jahresergebnis mit 11,75%, deutlicher Abstand, fast 2% mehr als der Markt, also als die anderen institutionellen Anleger im Schnitt. Hier sieht man auch, da ist natürlich der schlechte August mit drin, da war der Asset Oscillator nicht in Aktien investiert und natürlich auch jetzt die größere Performance im Januar und im November ist hier auch mit eingepreist. Deswegen hier deutliche Outperformance für die saisonale Anlagestrategie. Und auf 2020 ist jetzt identisch mit dem Januar, da brauche ich nicht viel zu sagen. Im Schnitt kann man sagen, Saisonalität hat sich gut gelohnt in 2019 und 2020 fängt es auch gut an. Wenn Sie sich dafür interessieren, weshalb die saisonale Anlagestrategie in 2020 vermutlich auch sehr erfolgreich sein wird, dann verweise ich auf das Video US-Wahl und Saisonalität. Ansonsten gehen wir jetzt in den Markt hinein und schauen uns mal, welche Aktien denn gekauft und verkauft wurden und was das letztendlich bedeutet. Schauen wir zunächst auf den Faktor Größe, auf den Size-Effekt. Hier stellen wir fest, dass die Small Caps verkauft wurden. Hier wurden Verluste über 2% erzielt, während die Large Caps, die großen Unternehmen, die wurden sogar nachgekauft. Das heißt, hier fand eine Umschichtung statt. Die institutionellen Anleger haben das Risiko besonders Ende des Monats, also im letzten Drittel des Monats, umgeschichtet. Da haben die kleinen Aktiengesellschaften verkauft und dafür große nachgekauft, um das Risiko in den Portfolien runterzunehmen. Viele waren einfach überrascht, dass der Kurs dann doch einbricht und haben hier umgeschichtet. Genauso sehen wir das bei Value und Growth. Es wurden sehr, sehr viel unterbewertete Aktien verkauft und dafür Growth-Aktien, die wurden nachgefragt, ganz bestimmte Aktien. Deswegen ist hier die unterbewerteten Aktien sind schlecht gelaufen, haben Verlust erzielt, während die Growth-Aktien sogar Gewinne erzielt haben. Bei den zyklischen Aktien sieht es genauso aus. Mit über minus 2% wurden zyklische Aktien eher verkauft. Hier sind Verluste erzielt worden und dafür wurden defensive Aktien gekauft. Das heißt, hier fanden auch Umschichtungen statt. Man wollte lieber die defensiven Titel, die stabileren Titel, die Dividendentitel im Portfolio haben und die zyklischen, die eher schwanken, wenn die Wirtschaft in Stauchen kommt, die wollte man aus dem Portfolio haben, um das Portfolio auf sicherere Beine zu stellen. Und dann haben wir noch den Momentum-Effekt. Beim Momentum sieht es auch ganz ordentlich aus. Das ist jetzt ganz typisch. Da kommen wir auch gleich drauf zurück, was das Ganze bedeutet. Momentum-Aktien haben sich rentiert, haben Gewinne erzielt, während der Markt im Schnitt eher Verlust erzielt hat. Und jetzt kommen wir drauf, was hat das eigentlich zu bedeuten? Was können wir daraus ablesen? Ich fasse noch mal kurz zusammen. Das heißt, wir haben Verluste wurden durch kleine Aktiengesellschaften erzielt, nicht mit den großen, die hatten Gewinne. Verluste wurden mit unterbewerteten Aktien erzielt, nicht mit Growth-Titeln. Und Verluste wurden mit zyklischen Aktien erzielt, aber nicht mit den defensiven Aktien. Und Momentum-Aktien haben rentiert, während der Markt etwas weniger Rendite erzielt hatte. Was hat das zu bedeuten? Wir können daraus ablesen, saisonal untypisch
ist dieser Size-Effekt. Normalerweise im Januar werden genau Small Caps gekauft, kleine Aktiengesellschaften. Hier will man sich positionieren als institutioneller Anleger und will Rendite auf die nächsten 12 Monate erzielen, und zwar mehr als der Markt. Und das fand nicht statt, und das hat natürlich die letzte Woche eigentlich ausgerichtet. Und das bedeutet, dass der Markt hier pessimistisch ist. Es werden Risiken im Markt gesehen und auch saisonal untypisch, ganz untypisch für den Januar, obwohl der saisonal ja positiv gelaufen ist. Aber die Aktienauswahl zeigt uns, dass hier gerade im letzten Drittel saisonal untypisch und Risiken gesehen werden. Und es bedeutet natürlich auch kein Optimismus im Markt. Dasselbe haben wir bei den Value- und Growth-Aktien. Dass Growth-Aktien stärker gekauft haben als Value-Aktien, das ist saisonal untypisch. Das ist im Januar normalerweise nicht der Fall, aber es ist ein Zeichen für Optimismus. Also diese Wachstumstitel, an denen hält man fest, die kauft man vielleicht noch nach, weil man davon ausgeht, dass sich dieses Risiko am Markt dann doch relativ schnell wieder auflösen würde, was ja auch schon der Fall ist, und dass langfristig die Wachstumstitel dann doch besser laufen werden als die unterbewerteten Aktien. Bei der Zyklik sieht es so aus, dass es weder saisonal typisch ist, dass zyklische Aktien gekauft werden und die defensiven eher verschmäht werden oder weniger gekauft werden. Das war im Januar nicht der Fall. Das ist ein Zeichen von wenig Saisonalität und auch von Pessimismus. Das heißt, hier sehen viele Anleger, gerade die Institutionellen, dann doch Risiken am Markt, wollen dann lieber defensive Titel, bedeutet aber, dass sie das Risiko als mittelmäßig einschätzen. Sie glauben, dass das Risiko eines Wirtschaftswachstums gering ist, aber sie glauben trotzdem noch an den Aktienmarkt, sonst wären die defensiven Titel auch ins Minus gerutscht. Bei den Momentum-Aktien ist ganz klar, hier haben wir beides. Es ist saisonal typisch, dass im Januar besonders die kleinen Aktiengesellschaften mit viel Momentum gekauft werden, also Momentum-Aktien stark nachgefragt werden, weil man dieses Momentum nutzen möchte für Überrendite. Und das ist auch ein optimistisches Zeichen. Niemand kauft Momentum-Aktien, wenn er vom Aktienmarkt nicht überzeugt ist. Das heißt, wir haben insgesamt ein Bild, das gemischt ist. Viel, viel Pessimismus im Markt, Ängste im Markt, Risiken im Markt, aber nicht durch und durch. Wir haben auch zwei optimistische Zeichen, aber die Saisonalität ist im Januar dann doch sehr, sehr schwach geworden. Es ist eine politische Börse geworden oder beziehungsweise eine Ereignis- oder mediengetriebene Börse. Da ist die Saisonalität in den Hintergrund gegangen. Was heißt das für den Februar? Was erwarten wir hier? Ich erwarte, was wir jetzt ja auch schon am Markt sehen, dass sich der Markt beruhigt hat. Es kam sofort die Gegenbewegung, schon in den letzten Tagen des Januars, aber jetzt besonders in der ersten Februarwoche kam ja schon eine Rückbewegung. Wir sind schon fast auf den Kursen, beim DAX sind wir schon drüber, aber bei anderen Indizes noch nicht, die wir im Januar in der Mitte erreicht haben. Das heißt, ich erwarte, dass die Saisonalität auch wieder zurückkommt, wenn wir eine saisonale Börse bekommen. Dann sieht dir so aus. Wenn wir eine saisonale Börse bekommen, werden im Februar dann die Small Caps wieder stärker nachgefragt werden als die Large Caps. Dann werden unterbewertete Aktien wieder stärker nachgefragt werden als Growth Aktien. Dann werden auch die zyklischen Aktien wieder etwas stärker nachgefragt werden als die defensiven Titel. Und Momentum Aktien werden auch stärker nachgefragt werden als der Markt. Ich glaube sogar, dass der Februar noch ein paar sehr positive Überraschungen bringen wird und dass der März dann eventuell wieder etwas lauer wird, weil wir natürlich jetzt etwas die Ängste im Markt hatten, und wenn die sich auflösen, kann die Börse einfach viel besser aussehen, wie gedacht. Es werden auch einige Publikationen folgen, wenn die sehr positiv aussehen, können wir sogar einen überraschend guten Februar bekommen. Wir werden sehen. Wenn Sie sich dafür interessieren, wie man saisonal anlegen kann, finden Sie auf meinem YouTube-Kanal einige Videos dazu oder auf der Webseite. Ich verlinke das hier unten in der Beschreibung. Sonst danke ich fürs Zuhören. Geben Sie mir einen Daumen für dieses Video. Ich drücke Ihnen beide Daumen oder gebe Ihnen die Daumen für Ihre Kapitalanlagen. Bleiben Sie gesund, und ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Tschüss, Ihr Thomas Hupp.